Freunde, wir sind jetzt wieder hier, zurück im, ich wollte schon Kerker sagen, wir sind im Gefängnis mit Peter Bob und Justus. Nichts leichter als das. Und befreien hier den Gefangenen, denn es gibt für alle Zellen nur einen Schlüssel, ne? Das ist sehr praktisch. Oder es ist halt der Universalschlüssel. Muchas gracias. Kein Problem, de nada. Jetzt muss ich mich erst einmal richtig strecken. Und weglaufen. Versuch das mal mit der Schleusentür. Also, einer macht auf, geht rein und draußen macht ein anderer wieder zu. Ich warte hier auf euch. Ja? Als ob. Gut, als ob der wartet. In Anbetracht der Tatsache, dass wir hier so schnell wie möglich herauskommen sollten, schlage ich vor, dass Bob den Schlüssel dreht, hier auf uns wartet und Peter und ich uns in den Hochsicherheitstrakt begeben. Was ist denn das für ein Witzgefängnis? Und was ist mit mir? Ich hänge dann hier rum. Wir brauchen jemanden, der uns den Rücken frei hält, Kollege. Außerdem muss ja jemand die erste Tür wieder schließen, sonst kommen wir ja nicht durch die Schleuse. Peter, gib ihm bitte den Schlüssel. Das okay, ist Chef. Ganz merkwürdig. Dann mal los. Ich schließe nach euch ab. Okay, los geht's. Also rein nach. Schlüssel rein, Tür auf, Schleuse auf. Ja, rein spaziert, meine Herren. Schleuse zu. Ihr kennt das Spiel ja, ne? Oh Gott, diese Bewegungsgeschwindigkeiten, Justus mit seiner blöden Taschenlampe. Das ist so gut, ey. Gut, dann wieder zu. Zu. So, abgeschlossen. Hoffen wir das Beste. Oh, ich höre Schritte. Da kommt eine Wache. Oh, da muss er schnell in die Zelle. Aha. Aha, so funktioniert das also. Okay. Können wir rechts lang? Nee. Können wir geradeaus lang? Ah ja, da geht's auch. Nee, okay. Das ist merkwürdig. Wieso ist denn dann Gang, wenn es denn irgendwo hingeht? Ja, das ist ja eigenartig in dem Hochsicherheitstrakt. Also, aha, das ist eine offene Zelle. Okay. Lass mal da hin. Warum auch? Hier ist offenbar keine Wache, keine Ahnung. Hä? Was ist denn hier passiert? Achso, wir müssen auf Justus warten. Kommt da. Was ist so eine Taschenlampe? Da! Hier ist ein Geheimgang unter dem Bett. Wahrscheinlich ein Fluchttunnel. Nichts wie rein. Komm, Justus, beeil dich! Hä? Wie was? Ich fürchte, mein Körperbau lässt ein Betreten dieses Ganges nicht zu, Peter. Das scheint mir eher etwas für dich zu sein. Ich schaue nochmal, ob ich etwas an einer der Türen auf dem Gang ausrichten kann. Bleibt mir ja wohl nichts anderes übrig. Bis bald. Klettert er jetzt wirklich rein? Dieser Tunnel hat seinem Erbauer nicht gerade viel Glück gebracht. Ich bin anscheinend auf der anderen, noch sichereren Seite des Hochsicherheitstraktes. Ah. Hoffentlich kriege ich Justus hier rüber. Im hochsicheren Hochsicherheitstrakt? Na, der Kerzenstummel ist fast runtergebrannt. Wenigstens hat der Maulwurf beim Buddeln Licht gehabt. Den stecke ich lieber mal ein. Ja, bitte. Man weiß ja nie. Richtig. Also wir sind hier noch im Hochsicherheitstrakt. Jetzt sind die drei getrennt. Und wir müssen irgendwie in diesen Kontrollraum. Der müsste ja dann hier sein, oder? Wenn ich jetzt in dem extrem sicheren... Ah, warum ist der rot? Rot ist gut, oder? Also rot ist meistens nicht gut, aber wenn wir in einen Hochsicherheitstrakt gehen wollen, ist rot meistens gut. Behaupte ich. Der Kontrollraum. Ah. Endlich. Da ist eine PIN. 4x die 1 war das, ne? 1-1-1-1. Das geht wirklich in jeden Schädel rein. Ich dachte, das steht da irgendwo oder so, deswegen habe ich jetzt so unkontrolliert drauf gedrückt. Na, wenn das nicht der Schlüssel ist, den wir benötigen. Weiter rein. Hinten im Raum müsste der Schalter für die Hoftür sein. Der schläft. Wer stört mich hier? Oh nein, er hat mich gesehen. Stopp! Wo muss ich denn langschleichen? Eins, eins. Ja, Moment. Ups, aufpassen, Peter. Na, da. Wenn das nicht der Schlüssel ist, den wir benötigen. Also vor ihm rechts. Da hinten im Raum müsste der Schalter für die Hoftür sein.
Also hier. Oder was? Hier rechts, genau da. Okay, wir müssen da vielleicht... haben wir den Schlüssel. Wir dürfen also keine Geräusche machen. Wer stört mich hier? Oh nein. Hä? Okay, also den Schalter dürfen wir nicht betätigen. 1111. Also wenn wir da das geht wirklich an den Rand schleichen, wacht er nicht auf. Aufpassen, Peter. Aber sobald wir uns hinter wenn ihnen... Wenn das nicht der Schlüssel ist, den wir benötigen. Hinter ihnen... Weiter hinten im Raum müsste der Schalter für die Hoftür sein. Ja, aber die Hoftür kann ich jetzt noch nicht bedienen, ne? Da haben wir den Schlüssel. Ja, okay, gehen wir erstmal lieber wieder raus. Dann muss es ja jetzt noch einen Durchgang geben, wo Justus auch durch kann, oder? Normal immer so am Ende des Ganges. Nee, ja, falsch, okay. Geht's dann noch nach rechts? Da hinten vielleicht? Ich hätte schon gedacht, es ist immer normalerweise am Ende des Ganges, ist dann Durchgang zur nächsten Etage. Oder zum nächsten, ja, Gang, weiß nicht. Ah ja, da. Oder? Geht da was? Ich dachte, da muss ich durch. Also wenn das jetzt einen anderen Bereich abtrennt. Ich finde ja krass, dass das ja wirklich offenbar hier ein Gefängnis ist irgendwie. Gut, da ist eine Zelle. Ich denke mal, da müssen wir nicht rein. Da ist nichts, okay. Dann müssen wir jetzt... Ich dachte, diese Gittertür würde dahin führen, wo Justus ist. Da habe ich einen Gang übersehen. Da ist rot. Hier, dann hier rechts vielleicht. Da war doch dann das Zimmer, wodurch wir hierher geklettert sind. Das war hier. Da müssen wir einfach durch den Tunnel zurück. Sein. Ah, hier. Das ist noch so eine Kittertür. Ah, jetzt hat. Da kommt er schon. Just, ich habe den Kontrollraum gefunden. Ein Wächter sitzt drin und schaut sich ein Fußballspiel an. Neben ihm ist doch noch eine Schalltafel, aber an die kommen wir nicht ran, wenn der Wachmann dort sitzen bleibt. An dieser Schalltafel ist bestimmt der elektrische Öffner für die Hintertür zweiter. Wir müssen den Wachmann aus dem Raum locken und in einer Zelle einsperren. Komm, wir suchen eine passende. Muss das sein? Die haben wir schon gefunden. Er will ihn da rauslocken und in eine Zelle einsperren. Okay, aber der Wachmann hat doch bestimmt einen Schlüssel. Also rein aus logischen Gründen. Genau, wo war diese Zelle hier, ne? Da hinten. Ich meine, der Wachmann hat doch bestimmt einen Zellenschlüssel an sich. Das heißt, auch wenn wir hier einen Schlüssel haben, dann hat er ja auch einen Schlüssel dabei, oder? Rein logisch. Da vorne, wo war denn da? War die Zelle offen, oder? Ja. Ja. Und in den anderen Zellen liegen überall so Leichen drin. Wenn wir ihn aufschrecken und er dich verfolgt, kannst du dich im Seitengang verstecken. Und wenn er in der Zelle ist, schließen wir die Tür von außen einfach zu. Und wieso sollte er ausgerechnet in die Zelle laufen und nicht in den Gang, in dem ich stehe? Ist so. Weil wir ein Ablenkungsmanöver veranstalten. Lass mich mal nachdenken. Okay, das könnte klappen. Wir hängen die alte Öllampe mit der Wolle in der Zelle auf. Dann brennen wir den Faden langsam durch, sodass die Lampe in dem Moment auf den Boden kracht, wenn die Wache hier im Gang ist. Genial, Erster. Aber ich muss rennen und hoffen, dass die Lampe im richtigen Moment zu Boden geht, oder? Okay. Ein wenig Risiko ist immer dabei. Hier, Peter. Da hast du die Lampe, das Feuerzeug und das Wollknäuel. Geniale MacGyver-Tricks haben sie hier. Okay, fang am besten mit dem Faden an. Wo soll ich denn jetzt? Ja, jetzt? Wohin damit? Ach, da oben. Wie soll ich denn da rankommen? Okay, ich befestige ihn auch an der Pritsche, damit wir dort den Faden durchbrennen lassen können. Natürlich. Da hängt sie gut.
Okay, muss jetzt dann noch hochziehen, ne? So, das sollte klappen. Okay, müssen wir uns aber richtig hart beeilen. Das wird ordentlich Krach machen. So, jetzt musst du den Wachmann nur noch herauslocken und dich etwas durch die Gänge jagen lassen, bis die Lampe fällt. Ich werde alles im Auge haben, mich verstecken und notfalls eingreifen. Keine Sorge. Justus Jonas, hätte ich dich doch damals nie kennengelernt. Ja, stimmt. Na, lass uns schon loslegen. Justus möchte also im Notfall eingreifen. Da bin ich ja gespannt, wie das aussieht, wenn er im Notfall eingreift. Okay, also los. Wir gehen mal schnellen Fußes zurück zur Wachtür. Also im Kontrollraum natürlich. Und dann lassen wir uns dahin verfolgen, ja? Da müssen wir aber rennen und nicht in so einem, ja, gemächlichen Schritt wie jetzt hier so von dann schreiten. So, dann mal rein. Hallo? Auf, Peter, schau. Renn los und versteck dich. Oh nein, da lang. Kommt er schon? Oh ja, kommt schon. Ah nein, da lauf halt. Junge. Muss er doch rennen, Alter. Das kann ja nicht wahr sein. Kannst nicht einfach da rumchillen. War ja ganz schön gruselig, oder? Wenn der Typ so hinter ihm herrennt. Das ist ja schon... Huiuiui. Ja, ein ganz schönes Gruselspiel eigentlich. Bringt auf jeden Fall alle Elemente mit, die so ein gutes Gruselspiel braucht, ne? Man wird die ganze Zeit verfolgt, muss um irgendwo ausbrechen, einbrechen, sich verstecken, schleichen und so. Mechanismen auslösen und man wird verfolgt. Und man wird verfolgt und muss weglaufen. Und man kann sich nicht wehren. Das ist so typisch. Okay, los geht's. Auf, Peter, schau. Renn los und versteck dich. Lauf. Lauf, Peter, schau. Er kann nur gehen. Okay, dann haben wir Justus gerade gesehen. Puh, das war knapp. Der Dunkelheit verschwunden. Ja, jetzt los. Da rennt er. Ja, hurra, den haben wir im Sack. Absperren. Ist schon. Okay, ab. Also Kollege, das ist nun wirklich nicht mein angestammtes Fach. Okay, gut. Weg. Will sich auch gar nicht beschwert. Dem ist es wirklich kalt, der bleibt darin so, naja. Ja, schlaf ich halt jetzt hier weiter. Ich meine, was ist das denn für ein Gefängnis und für ein Riesenkomplex und dann ist da der Bürgermeister. Sorry, Leute, ich check immer noch nicht, wie das hier in Panama abläuft. Das ist mir alles sehr suspekt. Ich kann das alles nicht glauben, dass das in Panama wirklich so ist. Wie das hier abläuft mit dem Bürgermeister, der in so einem riesen Anwesen haust, wo irgendwie vier Leute arbeiten und das einfach nur aus einem fetten Gefängnis besteht, wo irgendwelche Teenager gefangen genommen werden. Ohne Essen, ohne Trinken oder irgendwas. Ohne Anwalt. Aha, wie ich es mir Rechte. Gedacht hatte. Das ist der Schalthebel zum Öffnen des Hinterausgangs. Auf, Peter, ran an den Hebel. Ich glaube, das war's. Verdammt. Just, was war das für ein komisches Geräusch? Ich würde es als ein Schnarchen mit leichten, aber kontinuierlichen Aussetzern definieren. Okay. Wirklich? Wollen wir raus? Sind wir durch? Ich fühle mich gänzlich überfordert. Okay, ab dafür oder was? Oder wie? Dann komm, wo waren wir? Da geht's raus. Hier links. Und dann wieder links? Hier lang, ne? Und da sind wir hergekommen und dann hier lang. Da haben wir Just geholt. Hier hindurch. Dort entlang. Danach diesen Weg. In diese Richtung.
Geschwind, geschwind. Und weiter geht's. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ist auf jeden Fall sehr dunkel. Und irgendwo kann. Wann kommt Grusel Justus hier? Da kommt er schon. Okay, da kann ich nicht rein. Hier lang. Da ist die Tür. Geil. Rein da. Ich befürchte allerdings, dass wir noch ein weiteres Problem haben. Wenn wir durch die Schleuse zurück wollen, müsste einer die Tür wieder von innen schließen. Und der bliebe eben hier drin im Hochsicherheitstrakt. Das ist jetzt nicht dein Ernst, Just. Ich beliebe in solchen Situationen nicht zu scherzen, Kollege. Wir haben doch das Schnarchen gehört. Da muss es also einen Durchgang geben, vermutlich zu Gonzales in die Wachstube. Verstehe. Ach so. Und ich soll wie immer derjenige sein, der diesen Weg nimmt, oder? Naja, ich würde ja gehen, aber ich habe einfach ein Handicap. Und sieh es mal so, wenn du nicht in 10 Minuten bei uns an der Hintertür bist, komme ich nochmal durch die Schleuse zurück und wir probieren etwas anderes. Okay. Okay, dann, ja, gehe ich raus und mache hier den Schlüssel. Schicken wir jetzt mal Justus da zurück und dann gucken wir mal. Okay, ciao Justus. Und wir? Kontrollraum, oder? Da haben wir doch das Schnarchen gehört. Das war da hinten und dann rechts, glaube ich. Ja, hier lang, oder? Genau, ja, da durch. Sehr gut. Im Kontrollraum haben wir die Schnarchen ja auch alle. Also ich, das ist ja ganz eigenartig hier, dieses. Also hier lang. Genau, hier lang. Da ist unser Sicherheitsraum. Das dünnte wir jetzt eigentlich auch sicher. Das ist unser Panic Room eigentlich. Kann uns nichts passieren. Gut, dann gucken wir mal, wie wir hier weitermachen können. Da ist irgendein Durchgang. Da! Lüftungsschacht, Leute. Dann gehen wir durch. Geil. Lüftungsschacht.